Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Ich stehe hier schon mitten im Wald. Es geht nämlich gleich in das neue Gebiet, was ich noch aufdecken muss, um den Gehilfen von Hippokrates nochmal zu finden. Und ich habe eine neue Aufnahmesession jetzt gerade hier gestartet. Heute, so, wo ich das hier aufnehme. Und hier unten das Ding mit dem nemeischen Löwen, der war ja hier in der Senkgrube. Hat jetzt geklappt, nachdem ich das Spiel neu gestartet habe. War das Symbol halt immer noch da für das legendäre Tier. Dann bin ich nochmal hingegangen, der lag da halt tot. Und als ich nochmal die Grube dann betreten habe, hat er die Quest dann beendet. Und ich habe noch die 19.000 Erfahrungspunkte gekriegt und das Symbol ist jetzt auch weg. Also Spielneustart hat da geholfen. Einmal neu und dann, ja, passt. Hier ist ein Söldner, 47. Okay, den gehe ich nochmal aus dem Weg. So, jetzt laufen wir aber hier oben rein, um das Gebiet freizuschalten. Und guck mal, wo der Doktor ist. Guck mal hier, wo der Bach hier so lang fließt und hier der Baum dann so. Toll, hier kann man auch mal chillen, so im Schatten, oder? Bier hier rein in den Bach stellen, damit es kühl bleibt und so. Und dann Mittagspause machen. Ist doch geil. Was? Mittags schon Bier trinken? Ja, kannst auch einen Radler nehmen. So, schön, dass ihr hier dabei seid hier bei Assassin's Creed. Okay, Anführer und Schatz plündern. Also den Anführer töten und den Schatz plündern. Nicht den Schatz töten und den Anführer plündern. Oh, das sind ja Jäger mit irgendwelchen Tieren. Ich habe auch ein Tier. Siehst du, ich hab Luftunterstützung. Brauchst dich gar nicht hinstellen, Bär. Man sieht auch so, dass du fett bist. Das sind wieder Fernkämpfer und so ein Kram. Und hier, Giftschaden. Holy shit, noch einer. Und noch eine Tüle. Jeder hat jedes wieder sein eigenes Haustier mitgebracht. Oh, 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 oh. Und die machen Feuerschaden. Der Typ, die machen beide Feuerschaden. Die schießt Pfeile. Und der hier ist tot. So wie ich. Alter, diese Feuerpfeile, ne? Ich hab mich doch extra hinterm Stein gestellt, damit die Ochsen mich da nicht trifft. Was sind denn Ochsen? die mit den Feuerpfeilen. Klar. Die heißen so. So. So sind wir jetzt auch schon bei 3 Minuten Video und schon den ersten Tod. Muss ja traditionell weitergehen hier auf dem Kanal mit dem Let's Play. Feuerschaden hat mich halt immer aus den Latschen geschossen. Der Aufstieg der Demokratie. Ich glaube, das wird sich nicht halten. Was Perikles davor hat. So. Fähigkeit präzises Attentat habe ich auch. Ziemlich praktisch. So. Oh, ja, geil. Spawnen genau hier. Wo sie mich eben schon gut verteidigt. Eben schon so gut wie gesehen haben. Weil ich hier über den Hügel gekommen bin. Wie ein ahnungsloser Wanderer. Der hier sofort in die Gegner reingelaufen ist. Das gehört aber nicht dazu. So, diese Kiste und den da töten. Die anderen, die werden da nicht erwähnt in meinem Plan. Wie wäre es, wenn ich den ausschalte? Okay. Ich wollte gerade sagen, es leben nur noch die Tiere. Aber der hat überlebt. Haha, du, er hat das Schwein angeschossen mit dem Feuerpfeil. Das ist gut. Weil das war eh noch nicht ganz durch. Nun, Zack. So. Siehst du, so macht man das als Profi hier. Jetzt habe ich mir hier das Schwein verdient, ey. Guck das mal an. Seht ihr, wie knusprig allein schon die Haut ist? Alter. Wichtige Essen zu Weihnachten. Aber nee, da gibt es Kartoffelsalat. Bei mir nicht. Bei mir gibt es zu Weihnachten Tiefkühlpizza. Oder vielleicht. Ah, vielleicht auch. Keine Ahnung. Mit Packung Hühnerfrikassee. So. Bin eh alleine zu Weihnachten. Und werde mir ein paar Filme reinziehen. Oh, guck mal, da ist eine riesen Festung hier. Ist da der Doktor? Eine riesen Athener Festung. Da ist der Hafen noch. Da muss ich noch den Aussichtspunkt holen. Bin ich auf jeden Fall richtig.
Ganz schön was Lot hier. So, wird mir hier schon angezeigt, wo ich hier wen finde? Nö. Muss noch ein bisschen weiter rein. In die Zone. Da ist ein Pferd. Warum sagt sie nichts, dass da hier was aufgetaucht ist? Na, jetzt ist es da. Das ist doch hier die Festung, ne? Da steht doch was mit Festung. Er leitet die Krankenstation der Festung. Dann ist das die Festung. Okay, dann hier unten noch. Da noch. Das hier ist doch ein neues Gebiet der Ausrüde. Das ist doch die Auen der Hydra. Das ist ein Nebengebiet. Nee, ach nee, das gehört noch dazu. Das gehört noch zu Argolis dazu. Habe ich nur noch nicht freigedeckt. Okay, ich gehe mal zuerst zur Festung. Denn da soll ein Krankenhaus sein. Aber ich glaube nicht, dass ich da einfach reinlatschen kann, oder? Muss ich die erstmal befreien, aber die ist mega groß. Dann werde ich auch wieder zweimal sterben oder so. Ha. Hippokrates' Notizen werden gut bewacht. Warum? Nur seine Notizen muss ich da rausholen. Aber guckt mal an, ey. Was das für eine große Festung ist. Da kann ich jetzt mal wieder ein bisschen Zeit drin verbringen, glaube ich. Und da kommen schon die nächsten Wachen. Aber ich glaube, ich werde da nachts reingehen. Die Festung ist so groß, dann hoffe ich, dass da wieder der ein oder andere zu finden ist in den Schlafkojen dann in der Nacht. So. Dankeschön. Erstmal nach oben kämpfen. Das mächtige Tirins. Erbaut von den Kyklopen. Jedenfalls der Legende nach. Der Legende nach wurde das erbaut von den Zyklopen. Mhm. Niemand darf mich entdecken. Das stimmt. So. Eins von drei, der ist schon mal weg. Es brennt da unten halt ein bisschen, weil der Typ eine Fackel dabei hatte. So, ich will den Alarm jetzt auf jeden Fall sabotieren. Das machen wir als nächstes. Oh, hier kommt gerade einer. Ging nochmal gut. Jetzt den Alarm sabotieren. Dann kommt schon mal keine Verstärkung, wenn die mich sehen sollten. Das ist das einzige Ding hier, ne? Also haben die noch... Habt ihr noch mehr? Sein könnte, dass sie da hinten vielleicht noch eine Laterne haben. Oh, guck mal, hier sind Kriegsvorräte, drei Stück. Sind schon mal zwei von denen. Mensch, Vogel, wo willst du mich immer hinpacken? Da hinten gibt's doch nichts. Ist da eine Höhe? Da, ach, guck mal, da ist ein Eingang. Da wäre ich wahrscheinlich dann hier... Ah, guck mal, ja, da hier rausgekommen. Da. Um die zu infiltrieren hier unterirdisch. Soll ich hier rüberrutschen? Ja, ne? Sagt sie. Komm schon, schnell muss hier den nächsten. Das Gute ist, dass ich weiß, dass ich die meucheln kann mit einem Ausangriff hier. Ohne, dass sie überleben. Den meuchle ich normal, damit ich mein Adrenalin nicht komplett verbrauche. So kriege ich nämlich wieder zwei Balken dazu. Hier war doch auch eine Kiste in der Nähe. Na, guck mal, der hat sich da gerade pennen gelegt. Der gelbe Gegner. Perfekt. Nein. Mein Timing immer, ne? Dass er sich dann ausgerechnet zu mir dreht. Sonst steht er die ganze Zeit, guckt in die Leere. Wie komme ich denn da am besten runter? Am besten hier drin, oder? Also hier. Der wird mich schon nicht hören, der Typ. Der hat sich ja gerade erst schlafen gelegt. Vorsicht. Okay. Ich lauf zum Leuchtfeuer. Ja!
glaube, da hat einer eine Leiche gefunden. Der will jetzt zum Leuchtfeuer laufen. Soll er doch. Und dann ist der auch schon mal weg. Ich habe doch hier noch nicht 4 Kisten markiert. Da oben ist aber ein Leuchtfeuer jetzt und... Bäm, Junge. Tot. Man spielt ja nicht mit Feuer. Okay, da habe ich noch 2 Kisten. Ich brauche aber 4. Das wären dann 3. Wo ist denn die 4.? Sind 4, ja. Eine habe ich. 2, 3. Noch so einer. Vor mir noch die Kriegsvorräte, die ich noch mitnehmen muss. Da kommt ein Söldner schon angeschissen. Hier hinten könnte noch eine Kiste sein. Irgendwo in dem Bereich. Hm. Guck mal, die Festung ist so groß, dass er jedes Mal lädt, wenn ich mit dem Vogel zu weit wegfliege. Oh, der Staatsschatz. Das ist die letzte Kiste. Da oben läuft gerade noch einer rum. Kommt der auch hier runter? Ich warte mal kurz. Nicht, dass der dann hinter mir steht, wenn ich auf einmal die Kiste plündere. Ah, guck mal, da ist er nämlich. Okay. Staatsschatz plündern. 2361 Drachmen. Die Eroberungsschlacht ist verfügbar. Ist das nicht hier sowieso Dingsgebiet? Ja. So, jetzt müsste ich hinter mir alles... Ne, noch nicht fertig haben. Bin ich der Dings... An den Dings vorbeigelaufen. Mit den Dings. Das berühmte Dings. Wie Samsung und sein goldenes Dings. Ich habe ja früher so viele griechische alte Filme gesehen. Kennt ihr noch diese ganzen alten Schinken? Das sollte den Griff Athens um diese Region lockern. Nee, diese ganzen... Ich glaube, kamen die meisten nicht aus Italien oder so? Die ganzen Herkules-Filme, wo sie einfach immer so einen Muskeltypen hingestellt haben, der schauspielerisch total der Affe war. Aber er hatte halt einen krassen Körper. Und ständig war das irgendwie auch ein anderer Darsteller, der dann Herkules gespielt hat. Was gab es noch für Filme? Dann die ganzen Samson gab es noch als Film. Diese uralten Schinken, ey. Kampf der Titanen mit den schlechten Effekten der Monster. Der Odysseus-Film, das natürlich. War der Odysseus-Film nicht mit Charlton Heston? Oder weiß ich nicht mehr. Irgendwann auch so ein... Ah! Willst du shit. Wirklich kämpfen? Scheiße. Ich hab den geweckt, das wollte ich nicht... Ich bin auf den einen, der geschlafen hat, bin ich draufgetreten. Voll doof natürlich. Du gehörst mir! Meine Fähigkeit ist noch nicht wieder da. Sind das jetzt nur die 3? Die schalte ich dann sonst so aus. Macht so viel Giftschaden, ey. Weiß, wer es nicht wissen, was ich getroffen habe. Warum klettert der eigentlich die Leiter hoch? Er klettert gar nicht hoch. Oder doch? Ja, jetzt fängst du wieder an hier mit Schild, ne?
So. Kein Schild mehr für dich, mein Freund. So. Ein Söldner. Hat mich schon gesehen. Oh, der Dolche. Level 36 Söldner. Giftbomben. Blöder Sack. Ich wollte den Angriff eigentlich gegen den Söldner machen. Hat er so gut geklappt hier. Bis ich dann auf den Typen drauflatsche, der da pennt. Erstmal den Bogenschützen wegmachen. Bleib mal stehen. Würde es rückwärts latschen. Und gibt auf den Söldner drauf. Denn dann ist er auch nicht mehr so der krasseste hier. Schon wieder einer mit Bogen. Ach. Der hat aber ganz schön wehgetan, ne? Der hat aber ganz schön wehgetan. Banditenbogen! So, darf ich jetzt mal in Ruhe weitermachen hier? Mensch. War doch fast fertig mit der... mit der Buchse. Dankeschön. Ich werde wieder das Kopfgeld bezahlen, ey. Und diese Wucherpreise. Einer weniger. Ich muss mal hier die Kiste holen. Dann muss ich danach die Aufzeichnung wahrscheinlich wieder zurückbringen zu Hippokrates. Und dann freut er sich wieder. Warte mal. Hier ist ein Soldat. Da unten scheint hier noch ein Kellergewölbe zu haben. Weil da unten noch Vorräte sind. Das Feuer lockt doch bestimmt wieder welche an, oder? Nee? Nee, geht noch. Okay, nur noch die letzten Kriegsvorräte, die da unten. Dann habe ich alle. Die mache ich jetzt erstmal zuerst. Dann habe ich auch die Riesenfestung hier abgeschlossen. Gut, der Anfang war gut. Dann musste ich kurz kämpfen. Und jetzt läuft es wieder. Aber man darf nicht vergessen, das ist echt eine große Festung. Und damit ist abgeschlossen. Jetzt kriege ich da bestimmt nochmal fett 20.000 Belohnung oder so. 19.900, na okay. Hey, ich bin gerade runter hochgegangen und dann bist du wieder hier. Bleib mal stehen. Wenn ich was... hasse, dann sind das immer Leute, die so rückwärts latschen. Dann komm, hier ist auch die Treppe. Jetzt noch die Aufzeichnung holen, dann gehen wir hier wieder raus. Was eine schöne Nacht, um eine Festung zu erobern. Ah, das ist jetzt aber das Krankenhaus. Wahrscheinlich die Arztstation. Und jetzt werden wir den Gehilfen wahrscheinlich noch sehen. Da ist er. Der fummelt hier rum an den Typen. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann es aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht.
Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Okay, du wirst mich jetzt begleiten. Dafür ist keine Zeit. Ich brauche dich bei Hippokrates Lager. Jetzt. Okay. Wer nicht hören will, muss fühlen. Also einige machen das echt nicht auf der nette Art, ne? Der hier, der Typ hier drin wird wohl sterben, aber... Hey. Wayne, oder? Ich muss da hoch. Oder da hinten raus. Ist hier noch auch irgendwo ein Ausgang? Ich muss den Typen hier jetzt die ganze Zeit tragen. Ah, guck mal, hier kann ich raus. Ich muss halt so um die Festung drumherum latschen. Oh, da sind noch Wachen. Gut, dass wir Nacht haben. So, hier wäre dann die Schlacht um dieses Gebiet. Wem gehört denn das eigentlich? Athen. Ja, nicht egal. Die Schlacht würde halt ein paar Erfahrungspunkte geben, aber... Naja, nicht so wichtig. Nur jetzt muss ich hier weg, so dass ich hier gar nicht fehlende Gebiet hier noch freischalten kann. Also, damit das da offen ist. Da muss ich noch hin. Das ist ja auch noch Aussichtspunkt. Und vielleicht noch Quests. So, ich muss mal kurz von der Festung weg. So, und jetzt kann ich nämlich hier mein Pferd rufen. So. Oh, mitten hier auf die Stacheln rauf. Guckt ihr an, wie sie ihn durchbohren. Und los geht's. Na, nicht ganz. Vielleicht war der Schlag übertrieben. Ja. Aber ich konnte nicht ewig warten. Genau. Und Hippokrates auch nicht. Genau. Siehst du, Cassandra, die ist immer so verständnisvoll. Das mag ich so an ihr. Sie ist voll einverstanden mit den Sachen, die ich mache, die ich hier entscheide. Und das ist halt auch wichtig, ne, dass eine Frau einen auch versteht. So. Sie kann ja nicht ewig warten. Muss der Schlag machen, ne? Muss man ja mal einmal eine reinhauen, ey. Toll. Eine Beziehung, auf die man aufbauen kann. Ella. Guck mal, die Stacheln durchbohren ihn nicht, aber sie halten dann ganz gut oben. Gut. Sieht gut aus. Vorwärts. Die passen schön auf, dass er nicht runterfällt. Habt ihr noch nie ein Pferd gesehen? So, hier ist ja halt der Typ, der unter Epilepsie leidet. Der muss natürlich erstmal hier... wo ist der denn, der Behandlungstyp? Ist er schon tot? Der lag doch davor immer auf der Trage. Komme ich zu spät? Wie geht's dem Patienten, Hippokrates? Ah, nee, da ist er. Ich habe mich nicht an alle Behandlungsschritte erinnert und du bist nicht zurückgekommen. Wo bin ich? Was ist hier los? Meine Freundin Cassandra brachte dich her, um mir bei einem Patienten zu helfen. Ich war vorher noch bei den Priestern. Ich muss unbedingt meine Mutter finden. Ein würdiges Ziel, aber es kostete den Mann das Leben. Leben zu retten sollte unser angestrebter Lohn sein. Ein guter Arzt kümmert sich zuerst um die Bedürfnisse seiner Patienten. Ich habe heute was gelernt. Ich nehme mir die Zeit und schreibe alles auf, was ich von deinen Notizen noch weiß. Hippokrates, es tut mir leid, dass er tot ist. Doch ich muss immer noch wissen, was mit meiner Mutter geschah. Komm mit mir. Wir müssen reden. Oha. Man kann die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit gar nicht ernst genug nehmen. Was kann ein Apfel schon ausrichten? Nun, bei täglichem Verzehr hält er die Ärzte fern. Doch nun zu einem ernsteren Thema. Du bist hier, weil du deine Mutter suchst. Du erinnerst dich an sie? Ich war noch sehr jung. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Also schickte ich sie weg. Aber ich habe nie vergessen, wie entschlossen und gleichzeitig verzweifelt sie aussah. Daran werde ich mich stets erinnern. Danach schwor ich Apollon, dass ich nie mehr einen Hilfesuchenden abweisen würde. Dass ich dieser Sache mein Leben widmen würde. Sie hat wirklich Eindruck hinterlassen, deine tapfere Mutter. Sie würde sich freuen, wenn sie das wüsste. Vielleicht weiß ich etwas, das weiterhilft. Ich habe geschworen, nie von Dolops und seiner Vergangenheit zu erzählen. Aber ich schulde es deiner Mutter. Wer ist Dolops?
Er war Priester. Sein ganzes Leben widmete er den Weisen. Vielleicht erinnert er sich an diese Nacht vor langer Zeit und weiß etwas von deiner Mutter und ihrem Kind. Ich werde ihn aufsuchen. Danke, Hippokrates. Okay, vielen Dank. Er erzählt irgendwas von der richtigen Ernährung und hier hinter Cassandra, der Typ hier, ist erstmal voll am Abkotzen. Das hat gerade echt gut gepasst, ey. So, ein Verbot des Mordes. Und der Typ, der Kranke, ist gestorben, weil Cassandra nicht sofort den Gehilfen hierher gebracht hat, sondern weil ich erstmal die Quests mit den Priestern gemacht habe. Hätte man den vielleicht noch retten können. Okay, jetzt geht's. Finde den Bauern und sprich mit ihm. Der Bauer ist in der Argolis. Er ist im nördlichen Teil des Königreichs der Hoffnung. Sein Haus liegt südöstlich der Bronzekeule des Periphetes. Königreich der Hoffnung. Ist das wahrscheinlich das Gebiet, was ich noch aufdecken muss? Das wäre cool. Nee, das ist Aue der Hydra. Königreich der Hoffnung. Festung. Wo ist denn... Es soll in der Argolis sein. Ah, da. Das hier ist Königreich der Hoffnung. Voll auf der anderen Seite. Ich wollte aber das hier noch aufdecken, Mensch. Auen der Hydra. Vielleicht sollte ich da mal schnell hinreiten. Das ist gar nicht so weit von hier. Kurz hier rüber reiten. Das hier aufdecken. Wenigstens mal den Aussichtspunkt holen, um zu gucken, ob hier in dem Bereich vielleicht noch Quests warten. Und danach hier zum Königreich der Hoffnung. Das ist, guck mal, das ist noch dichter. Ich bin ja hier, müsste eigentlich nur da runter. Aber da ist halt ein Schnellreisepunkt und den anderen habe ich noch nicht. So, das werde ich jetzt mal machen. Oh, dann geht's für euch in der nächsten Folge weiter. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten hier bei der heutigen Episode. Wir haben eine Riesenfestung fertig gemacht und den Gehilfen gefunden. Hat Spaß gemacht. Also mir hat Spaß gemacht. Also vielen Dank fürs Einschalten und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da für die freiwillige Unterstützung des Projektes. Und dann geht es morgen weiter mit Cassandra. Dankeschön und bis dann. Ciao, ciao.